Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, Hannes, ich bin immer, du bist immer so klein. Ich muss es immer fast so richtig zu dir stellen, dass du größer wirst, weil so denke ich, es ist gerade, aber irgendwie geht es dann immer unter. Aber vielleicht ist es eigentlich auch komplett egal. Das ist, wenn ich so am Rand sitze, ist es bei mir auch so, genau. Das ist einfach die Biegung. Ja, die Biegung. Es macht die Biege. Jo. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Moin. Wir wollen wieder eine Maß kreieren. Die kennt ihr bestimmt schon jetzt, weil wir haben schon zweimal diese Maß kreiert, aber es ändert sich ja trotzdem immer was. Denn was machst du im Leben? Du gönnst dir richtig. Was macht Montana Black? Der haut Gönnergy raus. Ein Getränk, wo sich die Geister scheiden. So, wir haben damals die Gönnermaß 1.0 kreiert. Mit den neuen Sorten haben wir die Gönnermaß 2.0 kreiert. Und jetzt, wo es die dritte Charge gab an Sorten, wo es plötzlich nur zwei gab statt drei Dosen, müssen wir natürlich die Gönnermaß 3.0 kreieren. Und diesmal gönnen wir uns richtig, wir gönnen aber auch anderen und wir gönnen auch Montana Black. Der ist zwar auch ein anderer, aber egal. Erstmal Dankeschön an iScorpions. Der gönnt uns nämlich jedes Mal ein Karton mit Maßkrügen. Jedes Mal für jedes Video schickt er uns hier eine Palette Maßkrüge rum, dass wir wieder Maßkreationen kreieren können. Das ist doch kreativ, oder? Diesmal hat er sogar mitgedacht und hat gleich in den Maßkrugkarton nicht nur den Maßkrug, sondern auch schon die Zutaten für die Gönnermaß 3.0 reingepackt. Das heißt, wenn ich den mal jetzt hier hochnehme, den kann man nämlich einfach so abziehen. Das ist eine neue Verpackung. Bei dem anderen musste man das rausnehmen. Hier kann man es einfach wie beim Pappschuber hochheben. Stellen wir mal hier rüber. Stellen wir mal dahin. Das ist ein Maßkrug von iScorp Jens. So, das große Geheimnis ist jetzt natürlich nicht der Namensgeber, denn die zwei neuen Sorten von einem Gönnergy haben wir ja hier. Das war dieser Cactus-Kick-Geschmack. Hast du das mittlerweile mal probiert? Also wie beim letzten Mal, Hannes kann gleich auch einen Geschmackstest machen. Und wir haben natürlich Arktik-Eisgeschmack von Gönnergy auch noch da. Das ist der Namensgeber. Was ist aber immer die Grundierung? Bier. Bier. Da haben wir heute auch was ganz Besonderes und alle drei Komponenten haben einen Bezug zum Gönnen. Erstmal fangen wir also mit der Biergrundierung an. Das ist Bitburger. Die Dose sieht richtig schön aus, eigentlich ist Bitburger ja weiß mit Goldschrift. Jetzt seht ihr ja überall, da ist da UEFA-Pokal drauf. Das war ja der Sponsor von der Europameisterschaft beim Fußball und deswegen gibt es jetzt dieses Design. Viele Leute regen sich auf und sagen, Drecks Deutschland, die hätten gewinnen müssen. Manche sagen, die lustigen Spanier, das gönne ich gar nicht, dass die gewinnen. Wir sagen, wir gönnen es den Spaniern. Er hasst sie zwar, aber er gönnt trotzdem. Mir ist Fußball komplett Latte, aber ich gönne es den Spaniern. Und deswegen gönnen wir im Teil 1 mit diesem Bier, mit dem Bitburger Bier, was zur Gönnermaß 3.0 passt. Das ist sowieso. Es ist die dritte Gönnermaß. Die Maß besteht aus drei Komponenten und es ist ein Bier, wo man dem Gewinner gönnt, dass sie gewonnen haben und gegöckt haben. Und ach, das ist so, das ist die beste Maß, die wir je hatten, Hannes, glaube ich. Glaubst du? Plus, dass man manchmal gar nicht weiß, was soll man überhaupt noch für Bier nehmen, weil man ja schon jedes Bier 100 Mal hatte. Bitburger, ich gar nicht weiß, wie es schmeckt, aber wenn es die ganzen Fußballer immer saufen und so schöne Waden haben, dann muss es ja was Gutes sein. Vielleicht saufen sie auch die Fußballweiber, dass sie schön fett werden. Und dann die Wadenfußballer, die beglücken oder irgendwas, das habe ich noch nicht rausgefunden. Bitburger ist, glaube ich, auch das Bier, was es damals mal bei McDonald's gab, oder? Kennst du das? Schon mal gehört? Ja, ich glaube schon, Bitburger, das ist ganz drin. Früher konnte man bei McDonald's Bier bestellen und die einzigste Biersorte in einem Pappbecher war Bitburger. Also wenn ihr das nicht kennt, Bitburger bei McDonald's war früher auch mal drin. Also die haben McDonald's, die haben Fußball. Bitburger muss seine eigene Prime-Sorte noch rausbringen. Prime featuring Bitburger, das wäre richtig cool. Das ist also jetzt die Grundlage. Eine Dose Bitburger Bier, 500 Milliliter.
Dann haben wir den Namensgeber. Das sind also jetzt hier diese zwei Dosen Gönnergy. Das ist Cactus Kick. Wir gönnen auch mit der zweiten Komponente, weil wir gönnen ja dem Montana Black seinen Erfolg mit diesen absolut abartigen Getränken, aber dass der neue Kreation rausbringt, damit wir neue Kreationen kreieren können. Also wir gönnen auch Montana Black seinen Erfolg, deswegen trinken wir seine Gönnergy-Getränke dafür. So, magst du kurz probieren? Normal trinke ich zuerst, aber aus gegebenem Anlass muss der Hannes zuerst probieren und sagen, wie es ihm schmeckt. Jetzt probiere ich mal. Ist mir zu süß. Süß. Das ist richtig süßes Zeiger. Ist es. Richtig süßes Zeiger. Komm, ich schütze dir einfach hier in dein Glas. Genau. Oh. Es ist auf jeden Fall rosa. Na wunderbar. Es muss ja eigentlich bis zur Hälfte von dem großen Kreis müsste das ja eigentlich gehen. Ja. So, weil wir ja das andere auch noch reinschütten müssen. Dann stellen wir mal den Kaktuskick weg. Na ja. Und kommen zurück zum Arctic-Eis-Geschmack. Das ist ja auch wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, ein schönes Thumbnail zu machen, immer wenn es fertig ist, dass man die schön prostet und reinhält, weil irgendwie ist es übelst schwer, bei den Mars-Kreationen immer Thumbnail zu finden. Jetzt probier mal die Arctic-Eis-Sorte. Oh. Ho, 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 das ist die Weihnachtsmars. Riechen tut es auf jeden Fall schon wie Gletschereis. Wie Eisbonbon, genau, weil das ist ja das, was drin ist und draufsteht. Oh. Oh, sagt er. Oh, batzt er. Doch, deshalb würde ich mir sogar nochmal gönnen, das Teil. Das schmeckt echt wie das Gletschereis-Bonbon damals. Und es ist auch nicht zu süß. Ja, und es ist schön blau. Ja, das ist logisch. Das hätte ich mir denken können. Weil dir das so gut schmeckt, mache ich davon auch mehr rein. Ja, jetzt sieht es aus wie Isarwasser. Isamas. So, Isamas. Genau. Isar. Beziehungsweise hat es dann mal wieder Ähnlichkeit mit der Klerasilmas. Ja? Die Halkmas, die Klerasilmas, die alles andere. Ja. Komm, weil es dir so gut schmeckt, schenke ich einfach den Rest noch hier rein. Noch ein blaues. Schönes Topping oben drauf. Genau, ein blaues Häubchen. Topping. Das war aber jetzt nicht die dritte Komponente, es war zwar das dritte Getränk, aber nicht die dritte Komponente, weil das ist ja, Gönnergy ist ja eine Komponente. Und das war ja jetzt trotzdem der zweite halbe Liter, dass der Liter jetzt voll ist. Während wir in der ersten Gönnung den Spaniern gegönnt haben und in der zweiten Gönnung dem Monte von Zott gegönnt haben, gönnen wir in der dritten Gönnung uns selber. Wir waren nämlich am Überlegen, was haben wir noch nie bei einer Mars verwandt? Was gibt's, was man gar nicht so kennt? Und dann haben wir heute Backkirschwasser gefunden zum Backen. Und weil wir so gerne backen, wir backen Marsgetränke, haben wir uns jetzt dieses Kirschwasser mitgenommen, was einfach durchsichtig ist. Back Edelbrand Weinbrennerei 40% Kirschwasser. Oh. Machen wir einen ganz kleinen Nipper. Zum Geschmack aufnehmen. Oh, oh. Das gönnen wir uns heute. Oh, die Backkirsch. Oh, was für schlimm ist. Was, wie kann das denn? Gestern haben wir noch den Tennessee Fire Whiskey. Der hat auch 40%. Aber der war ja noch lecker. Jetzt 40%. Abartig. Also das ist... Das gönnen wir uns, weil das ist was ganz Edles. Ich krieg instant Sodbrennen direkt. Es brennt alles hier runter, wie Carolina Reaper gerade zum Backen. Guckt euch das an, wie schön edel das aussieht. Das ist wirklich das Beste. Jetzt haben wir nichts zum Umrühren, aber ist auch egal. Wir müssen also dran denken. Jungfrau. Da wird jede Jungfrau wieder eine Jungfrau. Dass wir schön das für Thumbnail jetzt in der Mitte mal anprosten. Komm ruhig ran mit deinem. Ich sehe deinen Kopf halt Prost. Immer nicht. Ja, und so. Ja. Wir sitzen daneben. Das ist die Gönnermaß 3.0. So, und jetzt richtig mit Schmackes. Mit Kostprobe. Jo. Also. Ist auf jeden Fall jetzt besser als pur.
definitiv. Du merkst auch deutlich die Kirsche, die oben aufliegt. Das ist cool. Das ist wie bei einem Eisbecher, wenn oben eine Cocktailkirsche drauf ist. Oder bei einem Cocktail, wo eine Cocktailkirsche drauf ist. Oh mein Gott, die Sonne. Moncherie. Was beleidigst du mich denn jetzt? Ich habe gar nichts gemacht. Moncherie. So. Moncherie. Oh, aber ansonsten, ich sag dir, da ist so viel Gönnergy drin, da zieht sich trotzdem wieder alles zusammen, weil ich auf den Süßstoff nicht klarkomme, auf dieses Süßungsmittel. Also wer das trinkt, der kriegt Bauchramses, aber so richtig. Also es schmeckt jetzt nicht so doll, es ist besser als pur, aber es ist jetzt eins von den Maßgetränken, die ich nicht nochmal brauche, sage ich mal. Das ist irgendwie wie Mundwasser. Gönnermaß 3.0. Mundwasser pur. Ja, weil so viel von, ach, wir haben doch noch unsere super Kaktusfeige hier. Jawohl. Warum machen wir es uns denn so schwer? Wir füllen einfach den Rest nochmal auf, ein bisschen. Ja, verändert sich der Geschmack nämlich nochmal, Hannes, habe ich gehört. Ja, okay. Weißt du, was ich letztens gehört habe? Musik, der war gut. Da haben wir erstmal hier. So, naja. Den habe ich vom Sven, aber der ist ja nicht mehr da. So, wenn ihr auch einen Sven kennt, dann schreibt es mir in die Kommentare. So, Hannes, Prost. Prost, probieren wir nochmal, jawohl. So muss man das ja nicht. Du machst immer das so. So jo. Muss man das anfassen wie der Hannes, genau. Jo, vor allem. So muss man da. Schmeckt halt trotzdem irgendwie babbig, also. Ja, wie Mundwasser halt einfach. Ah ja. Im Endeffekt ist das Schlimmste an dem ganzen Zeug das Bitburger und wir wissen gar nicht, wie es schmeckt, weil wir es roh gar nicht getestet haben. Auf jeden Fall war es das von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Fallout, euer Ramses. Danke, Hannes, dass du dabei bist. Danke an Eiskorb Jens, dass der uns immer die Maßkrüge schickt. Danke an die Kirschwasserfabrik, die versucht, alle Leute umzubringen. Danke an die Champions League, die UEFA Europameisterschaft, dass die so mit dem nicht den Elfmeter gepfiffen haben, sonst könnten wir den Spaniern nicht gönnen. Genau. Und danke an Monte, dass der immer so schlimme Getränke rausbringt, damit wir noch die Gönnermaß 4.0 machen können. Irgendwann. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.